Just stand, just let it burn.
Jason Young, come on.
Yes.
Will you smile again?
purpose is barely breathe. It's alright, it's okay. Come together, relative ways. It's okay. Stay.
Conrad und Jason von Trail of Dead, hallo zusammen. Wie geht's euch beiden? Mir geht's soweit gut. Und du bist gerade erst aufgewacht, Conrad. Ja, ich war heute ziemlich früh auf den Beinen und deshalb habe ich mich eben nochmal hingelegt. Denn gestern sind wir wirklich eine Menge rumgewandert. Wir sind die 540 Stufen des Kölner Doms hochgestiegen. Und wie war es? Sicher anstrengend, oder? Ach, das war ziemlich easy und ziemlich schön. Und was hast du da oben so erspäht? Ich habe den Eiffelturm gesehen. Vieles hat sich bei euch beiden getan. Ihr habt euer altes Label verlassen, ihr seid jetzt eure eigene Plattenfirma. Also werdet ihr beiden jetzt so schmierige Talententdecker oder was ist der Plan? Nein, wir werden nur schmierig sein. Also ihr plant schon tatsächlich andere Bands für euer Label zu entdecken, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir was finden, was uns wirklich interessiert, dann schon. Und ich glaube, das wird schnell passieren, weil es viele befreundete Musiker gibt, die wir gut finden. Was wir nicht machen werden, ist uns Demos anhören, die uns Leute schicken oder Bands auf MySpace suchen. Es wird mehr organisch ablaufen. Es gibt ja auch eine Menge Leute, die sagen, Trail of Dead, das sind doch die, die immer die Bühne in Schutt und Asche legen, ihre Instrumente, das Equipment kaputt hauen. Aber wie ist denn das für euch? Ist es nicht komisch, wenn man das als Zuschauer schon automatisch voraussetzt? Also wenn man eure Shows besucht, wird das hoffentlich so passieren? Also solche Erwartungshaltungen sind uns egal. Wir machen einfach, was wir wollen. Aber Jason macht immer noch ganz gerne Sachen kaputt. Ist das so? Du hast die Gitarre vor ein paar Tagen zerstört. Ja, ich glaube, das hab ich. Brandneu war die. Naja, also ab und zu passiert das einfach. Aber das geschieht aus reiner Frustration oder aus Joy, also Freude. Du meinst Joy Division. Genau, vom zu viel Joy Division hören. Mir ist aufgefallen, es gibt so viele Storys über euch, die gar nicht wahr sind. Aber was ist dran an dieser Geschichte mit der Bar? Der von euch beiden hat angeblich nochmal eine Bar? Du, Jason, ne? Ja, genau. Aber die Geschichte, was da passiert sein soll, ist eher erfunden. Du spielst auf die Story mit unserem Gitarristen an. Ja, genau. Das Guitar Hero Gerücht. Also die Sache ist die, wir haben so einen Typen, der unsere Webseite betreut und der eine Menge Sachen einfach so aus Spaß erfindet. Viele Leute verstehen diesen Humor nicht. Also alles frei erfunden? Ja, der steht auf das amerikanische Satire-Magazin The Onion. Ja, die kenne ich, die sind ziemlich lustig. Die machen eine sehr, sehr sarkastische Version der Nachrichten. Und sowas in der Art hat er auch machen wollen. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon du da redest, erklär doch mal bitte, was da stand in diesem Artikel, in dieser Geschichte. Ja, dass unser Gitarrist angeblich so wütend wurde, weil er ein bestimmtes Level vom Videospiel Guitar Hero nicht erreicht hat, dass er randalierte und die Bar zerstörte. Moment mal, ich habe gehört, die Story ist wahr. But you never
We'll be right back.
I put your name on top. And every line at the end. Euer Plattencover hier ist wirklich großartig. Und das ist alles du gezeichnet, Konrad, mit Kugelschreibern. Mhm. Erzähl doch mal, wie lange du für all das gebraucht hast, diese Bilder fürs Cover zu zeichnen. Für jedes Bild habe ich mehrere Monate gebraucht. Es sind aber auch einige frühere Bilder von mir dabei. Und teilweise sind es nur Ausschnitte aus größeren Bildern, aber man kann sagen, dass ich seit ungefähr 2007 daran gearbeitet habe. Also gut 1,5 Jahre. Und wie hast du gelernt, so zu zeichnen? Das sieht ja ziemlich professionell aus. Ich habe einen Internetkurs belegt. Nein, ganz sicher nicht. Ich habe einfach immer gezeichnet, seit ich ein kleiner Junge war. Ich habe das gelernt, während ich auch lernte, Musik zu komponieren. Und am Ende war mir die Musik wichtiger. Aber es gab Abschnitte in meinem Leben, in denen Kunst das war, womit ich mich in erster Linie befasst habe. Und es gab auch schon Ausstellungen mit deinen Werken, wo auch Melissa auf der Mauer von der Band Hole ihre Sachen ausgestellt hat. Ja, ich habe eine Ausstellung mit ihr in New York gemacht. Und dann gab es gerade eine in Berlin, bei der wir auch ein Akustikset gespielt haben. Verkaufst du die auch? Ja, Kunstdrucke davon. Also ist das die neue Merchandise-Kollektion von Trail of Dead? Nicht wirklich, oder? Doch, wirklich. Also ich kann es mir auch super auf dem T-Shirt vorstellen, ehrlich gesagt. Guck mal die Graffiti da an der Wand an. Die ist von vor 2 Jahren. Und die stammt auch von dir. Ja, genau. Also mir persönlich gefallen deine Sachen auf dem Plattencover besser. Du solltest mal sein Werk im Raum nebenan sehen. Das ist echt großartig geworden. Du meinst in eurer Garderobe? Hast du Lust, dir das anzusehen? Na klar. Das ist ein Porträt von Heino. Wirklich jetzt? Und auch wieder von dir? Jetzt gerade erst gemalt. Na, wir sollten da direkt mal rübergehen und uns das ansehen. Wir gehen rüber und sehen uns alles ganz genau an. Das hier hat Konrad vor einigen Jahren dahin gemalt.
Ja, aber wo ist denn jetzt Heino? So where is Heino now? The Heino. Yeah. The Heino. Der Heino ist von heute und Konrad hat sich wohl sehr inspiriert gefühlt von Heino. Konrad was feeling pretty inspired by Heino. But like we are Lee ist der Typ von unserem Merchandise-Stand. Der hat so eine alte Heino-Platte gefunden auf diesen, wie heißen die nochmal? Flohmarkt, genau. Und die Heino-Platte hat er mit in den Tourbus gebracht und wir haben uns kaputt gelacht, denn da war Heino mit diesem Pony drauf und vorher wussten wir nichts von diesem Typ. Und je mehr wir uns mit ihm befassen und über ihn Sachen lesen, desto mehr haben wir den Eindruck, der hat ziemlich einen an der Waffel. Einfach ein schräger Typ. Er ist ein Genie. Ja, und er trägt angeblich eine Perücke. Habt ihr das auch schon bemerkt? Nein. Doch, ich glaube schon. Wieso, was hat er da drunter? Das weiß niemand. Dieses Geheimnis versuchen viele Menschen schon seit langer Zeit zu lüften. Also sein Haar ist nicht so ein schöner blond-weißer Schopf. Nein, das war früher wohl so. Aber inzwischen ist es ein bisschen anders. Naja, dann geht's ihm ja wie Axl Rose von Guns N' Roses. Wir haben noch eine Heino-Platte. Da steht er neben zwei deutschen Schäferhunden. Der scheint voll auf Tiere abzufahren. Ein richtiger Tierliebhaber. Und auf einem Bild ist sogar eine Babyrobbe mit ihm zu sehen. Seine Frau ist auch klasse. Die heißt Hannelore. Okay, die kenne ich noch nicht. Aber ich las, er hat so eine eigene Sonnenbrillenkollektion. Machen wir es so, ich bekomme ein paar von Konrads Zeichnungen und ihr bekommt von mir eine neue Heino-Platte. Hey, diese Brille ist auch ganz schön Heino. Vielen Dank, dass ihr mir dieses Werk hier gezeigt habt. Believe it or not, this is the final victory of the man.
I've got this crazy feeling.